Einen wunderschönen guten Morgen aus Hamburg. Es ist der Montag, der 10. Januar 2022. Mein Name ist Carlos Martins und Sie hören uns live aus dem Traders Lab Trading Room. So, wir bereiten uns auf unseren morgendlichen DAX-Trade vor. Wir gehen auf die sogenannte Big Number. Das Risiko für alle, die dann es nicht so gut genau erkennen, das Risiko für diese Position liegt heute bei 0,008 für die erste, weil jetzt hier die Aufrundung 0,008. Das heißt, wir gehen jetzt mit einer ersten Order ins Rennen, 16.006 Long und 15.992 Short. Einen wunderschönen guten Morgen. Es ist 8:37 Uhr. Mein Name ist Carlos Martin. Sie hören uns live aus dem Traders Lab Trading Raum. Wir bereiten uns auf unserem morgendlichen DAX Trade vor und wir blicken hier mal auf die rechte Seite und wir sehen, oh la la, wir haben ein Gap. 16.068 aktuell der Kurs bei 16.000 bei dieser ja, magischen Big Number der 16.000er Marke könnten wir dort den Trade platzieren. Dadurch, dass wir aber dichter sind bei der 15.100, würde ich jetzt erstmal 15.100 prophylaktisch wählen. Wir sehen, wir haben heute einen leichten Anstieg im Konto. 0,08 wird jetzt gewählt für alle. 0,008 das Risiko für diesen Trade. 0,008, also Anfangsrisiko. Das bedeutet, ich das hier nochmal schließe. Und nochmal für alle, dann haben wir bei diesen Einstellungen bis zum 10. Trade Bahn frei. 11. Da kommt schon die Karte, denn gelbe Karte und beim 12. wäre dann Schluss. Also dann Einstieg und wir bleiben in der Vergangenheit und gehen einmal auf den gestrigen Abend und Nachmittag. Hier war um 14:37 Uhr einer der seltensten Fälle, nämlich die maximal oder minimale Boxgröße bei einem Blue Box Trade. Der ist direkt im ersten rausgelaufen. 22er ist direkt im ersten rausgelaufen. Also die war ist sehr, sehr selten, wie eine seltene Pflanze. Wenn man sie erwischt, kann man mit Sicherheit hier auch etwas größeres Risiko eingehen. So, aber nicht bitte hier in den Abendstunden, sondern versuchen denn schon in der Primetime, also entweder vormittags oder am Nachmittags, wenn die Amerikaner reinkommen. Dann gehen wir auf den linken Bildrand. Hier konzentrieren wir uns ja ab 9 Uhr auf die Vola-Boxen. Vola-Boxen. Und hier sehen wir gestern das, was wir gemacht haben. Wir wollen jetzt aber sehen, wo kommen wir rein? 16.025 heute. Das bedeutet, von dem aktuellen Kurs bis hier runter sind es 61. Diese Box würde ich auch heute mit erhöhtem Risiko traden. Wenn der Kurs also in Richtung Gap Close geht, würde ich diesen Trade machen mit einem erhöhten Risiko. 16.025 würde sie reinkommen. So, und jetzt bleiben wir wie immer und gehen in unsere Wettervorhersagen rein und schauen uns mal das Wetter an. Fangen heute mit Ethereum an. Daily sind wir short. 4 Stunden short, Stunde long, 30 long, 15 short und 5 Minuten auch short. So, und dann gehen wir auf Bitcoin. So, Bitcoin auf Daily Short, 4 Stunden Short, Stunde Long, 30 Long, 15 Short, 15 auch Short. Dow Jones, Daily Long, 4 Stunden Short, Stunde Long, 30 Long, 15 Long und 5 Minuten auch Long. Technologiebörse Nasdaq, Daily Short, Entschuldigung, 4 Stunden Short, Stunde Long, 30 Long, 15 Long und 5 Minuten auch Long, also oberen Zeitebenen eher Short. Kommen wir zu JR Ewing Öl.
Daily. Da oben ist das All-Time-High jetzt erstmal für die letzte Zeit auf Daily Long. 4 Stunden Long, Stunde Long, 30 Long, 15 Short und 5 Minuten auch Short. Gold, Daily Long, 4 Stunden Long, Stunde Long, 30 Long, 15 Short und 5 Minuten auch Short. Und DAX, Daily Long, 4 Stunden Long, ja. Ja, gutes 1, 2, 3, ja, also für die Chartisten hier, Stunde Long, 30 Long, 15 Long und 5 Minuten auch Long. So, dann nehmen wir das mal weg und dann gehen wir einmal kurz in unsere Regel nochmal für den heutigen Handelstag, 12. Januar. Nochmals als Zusammenfassung, das mache ich jetzt immer morgens nochmal. Wir handeln dreimal die Big Number mit geringem Risiko. Wir handeln die Big Number jeweils pro Level dreimal, also 16.1, 16.000, 15.9, wie es auch letztendlich kommt. Ab dem zweiten Trade wird auf angepasst gedrückt und da versuchen wir letztendlich unsere Trades etwas weiter laufen zu lassen. Und hier gehen wir einmal heute rein. Das ist eine Zone und die Zone hier. Das ist so um die 50er und hier auch. Also wenn der Kurs hier reinläuft heute, hier reinläuft, dann versuchen wir entweder das oder das. Wenn die Dynamik groß ist im Short Trade, wenn das heißt, wenn er hier oben in die Big Number reinläuft, dann haben wir eine Vola-Box. Die Vola-Box liegt bei 16,25. Das heißt, das wird genauso als Zielmarke genommen, 16,25. Es müsste so diese Zone sein. Genau. 1, 2. Und dann haben wir hier schon wieder 16. Gehen wir unter 16, ist die nächste Zone der Daily Pivot. Und verschärft wird diese zweite grüne Zone 1, 2, 3 durch das Gap, also durch die Kurslücke von gestern. Nach oben hin ist klar zu identifizieren, einmal 50 und dann haben wir hier oben die Big Number. Das sind die Zonen, wo wir uns nachher bewegen. Das ist von hier klar 36 Punkte, von hier auch 36 Punkte. Wenn er weiter durchläuft, ist das hier die Vola-Box. Da wird sowieso dann ein Trade aktiviert. Die Vola-Box treten wir so häufig, wie sie da ist. Sie wird einmal in der Stunde aktiviert. Würde jetzt bei diesem ruhigen Verlauf eine Blue Box erscheinen, treten wir die Blue Box auch jeweils nur einmal. Ist die Blue Box kleiner im DAX-Verlauf als 20 Punkte, das heißt, wir messen das ab, würden wir auch mit erhöhtem Risiko fahren. Ja, ist die kleiner als 20, dann würden wir also erhöhtes Risiko fahren. Und bei der Vola-Box, auch wenn sie jetzt von hier unten nachher erreicht wird und bis 9:40 Uhr, würden wir sie auch mit erhöhtem Risiko traden. So, das waren einmal kurz die Spielregeln. Die Clubmitglieder wissen ja, was zu tun ist. Heute Abend 16:45 Uhr bis 19 Uhr starten wir mit dem Live-Coaching mit mir. Box Trading heute, Swiss Box, also alle neuen Erkenntnisse, alle neuen Setups werden wir heute Abend dann durchsprechen mit der neuen Gruppe. Freue ich mich schon sehr drauf. Heute Abend 16:45 Uhr bis 19 Uhr. So, wir stehen kurz davor. Vor unserem Landeanflug. Trade läuft circa bei 42 in den Gewinn. So, Gap.
könnte jetzt geschlossen sein. Dritter Trade. Auch hier gehen wir ein bisschen auf angepasst hoch. Hoffe nicht, dass er hier in der Nähe vom Big Number und Gap ein bisschen rumdümpelt, dass wir von hier aus den Startschuss bekommen. Hier ist ein gutes Level hier. So, jetzt wird es getestet. Wir nehmen die Linie mal raus hier. 02 und raus 08. Gewinnziel erreicht und Tagesziel auch. Das war der Eröffnungstrade. Heute ein bisschen wärmer. Und wir gehen jetzt wieder ganz normal rein in unsere normalen Boxen. Ruhe bewahrt und ja, wir sind hier im Big Number Trade noch. Schauen wir mal, wo wir den Amigo haben. Dort gehen wir auf angepasst und gehen hier auf die grüne Zone. Ich verabschiede mich bei den YouTubern für den Eröffnungstrade. Ja, und ich hoffe, euch hat es gefallen und wir hören uns dann morgen wieder. So, jetzt wird es ein bisschen wärmer hier. Jetzt gucken wir mal, ob das jetzt mit dem Gap Close offiziell ist oder ob er jetzt nochmal die 16.000er Marke unten mal Hallo sagt. Wir haben auf jeden Fall auf angepasst gedrückt. Und wir sind mit der Big Number auch jetzt schon im Markt. Die gestrichelte Linie zeigt jetzt unser Gewinnziel an. 16.000, the special one.